Ab 2019 soll der Service Public 365 Franken, das heißt 1 Franken pro Tag, pro Haushalt kosten. Warum? Wir haben ja schon bei der Diskussion des Gesetzes mit dem Systemwechsel gesagt, der Systemwechsel jetzt zur Haushaltsabgabe wird uns erlauben, die Gebühren zu senken. Und die Berechnung jetzt auch mit den Notwendigkeiten für einen landesweiten Service Public und die breitere Zahl eben der Haushalte. Wir haben keine Schwarzseher und Schwarzhörer mehr. Das erlaubt jetzt ein gerechteres System mit weniger Kosten für den einzelnen Haushalt. Und das hat sich jetzt auch so jetzt in der Kalkulation so bewiesen. Will der Bundesrat damit nicht auch ein bisschen die SRG unterstützen, auch gegen die No-Billag-Initiative, da das Volk ja auch dafür stimmen könnte? Ja gut, die Abstimmung führt ja nicht die SSE, sondern der Bundesrat und das Parlament, welche beide die No-Billag-Initiative ablehnen. Und auch im jetzigen System ist natürlich die SRG der Hauptprofiteur dieser Abgabe, das ist richtig. Aber sie erhalten einen Plafond von 1,2 Milliarden, das heißt so 40, 50 Millionen weniger als heute. Aber starten Sie heute die Kampagne gegen No-Billag? Nein, das ist wirklich einfach die Umsetzung jetzt des Gesetzes, wie vorgesehen. Das haben wir auch immer so gesagt. Die Kampagne dann werden wir erst im nächsten Jahr starten.